Hallo und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Runde von Club der Ase. Und dieses Mal, ja, nicht das erste Mal mit einer DA152 C3, allerdings natürlich das erste Mal mit dem Anwärter, mit Murphy's Dad, der uns der dieser Folge nun auch zeigen möchte, warum er in den Club der Ase aufgenommen werden möchte. Ja, und ja, bin mal gespannt, was er uns hier so alles zeigen wird. Die DA152 C3, ja, genauso auch wie die H-Variante, ja, die sind, wenn man so möchte, die Verkörperung von so vielen Eigenschaften, denen man den deutschen Flugzeugen in Warfandau nachsagt, und das nicht mal unverdient. Tja, allerdings hier, mal kurz Konzentration, eine B47M vor ihm, ja, hat nicht geklappt, kurz nachgedreht, ja, und tja, unterstreicht jetzt die Worte, die jetzt gleich kommen werden, ja, die 152er. Ja, verkörpert hier natürlich Boom and Zoom, verkörpert hier Energy Fighting, verkörpert hier eine unglaubliche, ja, Zerstörungskraft mit den Maschinenkanonen und das Ganze auch noch mit einer Präzision, die man sich bei vielen anderen Flugzeugen nur wünscht. So, nun eine F8F1 vor ihm und nimmt sie raus, und wie er sie rausnimmt, der fast schon, der eine Verhöhnung des Gegners, denn hier war die nächste Eigenschaft, die natürlich die DA-152er und auch die Focke-Wulf 190 auszeichnet, eine unglaubliche Rollrate. Und man hat es gesehen, der rollend auf den Gegner zu, das Ganze gepaart mit der unglaublich starken Bewaffnung. Ja, das war für die F8-F1 dann einfach zu viel. Zwei Kills hat er bereits und die nächsten Gegner, ja, sind hier auch schon in unmittelbarer Nähe. Man sieht hier auch eher ein gediegenes Fliegen, keine wirklich wilden Kurveneinlagen. So, und nun, hier ein wirklich guter Treffer. Man sieht es zwar nicht, angezeigt, ja, angezeigt schon, so nur bei den Punkten, allerdings jetzt nicht mit einem Feuerwerk kombiniert. Die hat nun ordentlich Schaden genommen, die Nawal eben versuchte sich nochmal zu retten, aber man sieht es hier nun unten, rechts unten, kam zum eigenen Flugfeld zurück, allerdings hat es dann nicht mehr gepackt und somit hat Murphy seit hier Abschuss Nummer 3. Ja, aber die nächste Nawal, die SO 8000, ist bereits vor ihm. Hier wieder, ja, von der Flugweise her immer der mit einem Energievorteil, sei es um Geschwindigkeit oder insbesondere auch Geschwindigkeit gepaart mit Höhe. Nun der Angriff auf die SO 8000 vor ihm, die hat sich allerdings vernarrt in eine weitere DA-152. So, der und nach, er auch. Und ja, trifft hier nicht allzu oft, behaupte ich mal, aber es kommt hier wirklich nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Und die Treffer, ja, die haben ordentlich Eindruck hinterlassen. Und zwar so viel Eindruck, dass die SO 8000 sich sicherlich freut, in die nächste Schlacht zu kommen. Nun üben eine Tempest, ja, die hat versucht hier. Ja, was hat sie eigentlich versucht? Die DA-120 hatte noch genug Energie. Tempest dreht nach. Versucht hier nach unten wegzutauchen. Somit fliegt direkt ins Schussfenster. Hat nun auch Feuer gefangen. Vielleicht muss man aufpassen, dass er nicht nochmal ins Schussfenster der Tempest kommt. Aber da sieht man auch, da ist nicht mehr viel zu machen. Ja, die Tempest hat es hinter sich. Das war wirklich ein kapitaler Schaden. Das Ganze gebaut noch mit Feuer, da war nichts mehr zu holen für die Tempest. Fünf Abschüsse hat er, nun sind wir bereits beim Ende der Schlacht. Eine A26 vor ihm und eine A26. Ja, die ist in geübten Händen durchaus, sage ich jetzt einmal, kein leichter Gegner, denn die Abwehrbewaffnung, die kann natürlich auch beeindrucken. So, FZ nähert sich nun der A26. Hier mit über 800 km/h. Der A26 reagiert nicht erst jetzt, ja, da hat der Spieler mal ein bisschen geschlafen. Murphy's Dad lässt nichts anbrennen, nimmt die A26 auseinander und man sieht ja auch noch, auch eine zweite DA-152 war hier im Spiel, und zwar die H1-Variante. Der Abschuss gebührt allerdings Murphy's Dad und das war nun Abschuss Nummer 6. Ja, die DA-152 gerade bei Piloten, die den deutschen Forschungsbaum zu schätzen wissen. Ein äußerst beliebtes Flugzeug und ich sage mal durchaus zu Recht. Murphy's Dad hat es damals, das Rübler hier ist schon
ja, ein paar Wochen alt, hat geschrieben, er hat eine längere Pause gemacht und hat sich dann direkt gewundert, wie gut die 152 ist. Und ja, auch ich kann mich erinnern, es gab mal, ich sag's mal, die dunkle Zeit, wo die 152er ja sehr, sehr schwer zu fliegen war und der kaum ja, wirklich Vorteile gegenüber einem Gegner hatte. Ja, ich sag nun aber, das eine ist nun, was war mit 152er? Nun sind wir aber hier beim Videoclub der Asse und ich sage, Murphyset mit dieser Leistung, 6 Abschüssen, ganz klar, das ist die Eintrittskarte in den Club der Asse und da möchte ich dich nun auch willkommen heißen. Herzlich willkommen, Murphyset mit seiner DA-152C3. Das war's nun von mir und auch von Murphyset. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich und auch Murphyset wissen. Schreib es in die Kommentare, lass auch gerne ein Like da. Wenn du hier auf dem Kanal noch weitere Folgen von Club der Asse sehen möchtest, ja, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Das kostet nichts und wenn du die kleine Glocke aktivierst, ja, wirst du auch automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Ja, wenn du aber zu dem Video aber auch die Meinung vertrittst, naja, war ja gar nicht mal so schlecht, aber ich kann das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, dann lass es mich und andere wissen, lass mir ein Replay oder idealerweise ein Video zukommen an die Adresse youtube@sebrosa.com, den Link findest du auch nochmal in der Videobeschreibung. Mit ein bisschen Glück und aber insbesondere auch Geduld schaffst auch du es vielleicht in einer der nächsten Folgen. Ich möchte mich bedanken bei dir. Danke für den Besuch. Schön, dass du hier warst und ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.